Bin soweit. Mal gucken. Ja, wollen wir dann schon mal losmachen oder wie? Jo. Wer dafür? Okay, Hansi Adrott an. Pilot fährt ab. So, Karajan, links Rakete. Rakete. Ding mit der Rakete. Billingsrakete. Könnt auch Notleistung geben übrigens. Hab ich schon. Solo. Oh, Tank einfach raus, wollen wir den gleich versenken. Oder? Nein, Hansi, du hast keine 30er Runde. Ja, wir gehen erstmal in die Lisa und warten auf die Jäger hier dann, ne? Ja. Ja. So, warte, Balthasar bereit. So, ich fliege 1, 2, Atta, Autopoppet. Ein 2, Atta, Autopoppet, das ist ja dann irgendwas 40%. Ja, wir können noch ein bisschen Fall machen. 60% machen. Ja. Okay, wir gehen auf 70, das ist doch ein bisschen warm, Arsch. Ja. Schwammkran bereit. Da schummelt sich ein Dummi vorbei. Ja, weil ich kann. Wo starten die hier jetzt nochmal? Le Touquet. Le Touquet. Bombe, bitte Bombe. Bombe. Bombe, Bombe. Und da kam beim ersten Mal gar nicht durch, weil sie alle gequasselt haben. Jetzt mal ein bisschen Präsentation, bitte. Kann man den Motor anschmeißen? Ich hab doch schon 5 Red Bull Intus. Bis kommt ich bin erst beim zweiten. Habt ihr auch so ein Schütteln im Joystick? Boy, komm auf einmal Force Feedback. Hast du Force Feedback? Ja. Nach 5 Red Bull hat man definitiv Force Feedback eingebaut. So, Bombe drehen jetzt langsam auf Kurs 25 Grad. Über Rolf. Victor, Victor! Victor? Unterhalt. Sieht das nice aus. Krieg Gänsehaut, Kampagnenfeeling. Wenn mal endlich wieder Funkstille ist, ich hatte heute übrigens meinen ersten Alleinflug. Bitte? Corridor. Kann mal einer hier im Verkehrsflieger? Nein. Ganz. Auf die Fresse? Motor noch heile, ja. Zum ersten Mal über meine eigenen Flüsse gestolpert. Ja? Oh, da ja, also bei mir hat es ziemlich viele Jahre gedauert. Bei dir? Ich muss gleich noch ein Detail erzählen, Jack. Am besten, wenn wir wieder gelandet sind. Weiß mal wieder gar nichts. Am besten genau beim Bombenwurf erzählst du uns davon. Ja, okay. am besten, wenn die Hurricanes hier reinstürzen. Ja, genau. Ja, und dann bin ich eingestiegen. Dann bin ich eingestiegen und dann habe ich das Funkgerät überprüft. Dann habe ich erstmal ordentlich gefurzt. Oh. Kam Land mit. War nicht schlimm. Dann hat ein netter Mann so die Leibesvisite bei mir vorgenommen. Es war wirklich so. Ja. Ich glaube, wir müssen gleich mal auf Südpol gehen. Inklusive Sprengstofftest in der Arschritze. Guga, wie sieht's aus? Wir gehen mit runter. Jo, wir gehen mit runter bis 1000 Meter. Lass uns mal noch eine Wolke weiterfliegen. Mal gucken, vielleicht lockert sich sie noch ein bisschen auf. Wolke 7. Weiterfliegen. Noch nie Sprengstofftest am Flughafen gehabt? Diesen Abwischtest? Ja, wirklich. Doch. Die haben so ein Streifchen und damit wischen wir die über die Kleidung. 60, 15. Habe ich tatsächlich schon dreimal gehabt, die Schweine. Eschford auch, ja, ist, glaube ich, halb 12 voraus. Genau, Victor. Perfekt. Zwischen den Wolken nach. So, ich drehe ein bisschen über Lisa. Und Bomber fangen an, runter zu gehen. Schmeißen wir dann ab, Handwerk?
Ich würde sagen Salve und dann ein bisschen über das ganze Ding verteilt. Ja, also so wie wir in Formation am besten sind, oder? Wenn du die Mitte eher visierst? Ja. Ich gehe genau auf die Mitte und dann wieder. Das ist genau südlich vom Bahnhof, ist das Ziel. Ja. Ich werfe mal nur eine. Ja, ist halt relativ mal schauen. Kannst auch nicht. Aber versuch zwei zu werfen, wenn ihr gute Ziele habt ansonsten. Ja. Bahnhof, richtig? Bahnhof. Nee, südlich vom Bahnhof, in der Fabrik. Ah, Fabrik, richtig. Ich hab's ja auch im Foto hier. King ist immer so gut vorbereitet. Schnauze. Wir sind hier über England, Schreien. Oder? Versuch den Schornstein zu treffen. Noch blind, ehrlich gesagt. Ja, genau nördlich des Flusses. Da, der nach Westen rausgeht, da. Ja, Victor. Schaut auf dem Screenshot aus. Es ist nicht das ganz rechts, also nicht das östliche. Nee, direkt auf der 12 jetzt. Da ist genau, auch ein Öltank. Da sind, ja, sind jetzt auch kleine Dots zu sehen. Ja. Im Öltank und im Gebäude. Ah ja. Ja. Dann geht ich mal links auf außen. Auf dieses kleine Sauerstoffgebäude rechts davon. Tank. Karaya geht Tank. Links außen ja. Auf die Ziele. Das sind noch ein paar. Wobei das könnte sogar eine Flak-Position sein. Ah, da geht ich drauf. Auf die Flak. Oh, Pauke, Pauke. Ja. Pauke, ich auf die andere Bomben raus. Victor Bob Braun, bleibt dran hängen, raus. Hängt euch an Hanseat. Boah, der letzte Bomber kommt acht. Aber sehr spät, ey. Das hat noch geklappt. Ja, Horido, oder? Horido. Ja, Horido. Uiuiui. Horido, Horido. Bomber Abflugkurs? 125 Grad. Ja, Horido! Oh, jawoll, Horido! Hey, ehrlich gesagt! Yes! Wenn wir steigen, Horido! 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 Jack, wo bist du? Jeff! Halle Mark! Ach, du kannst es doch schaffen! Jeff, mein Gott, Jeff! Ich hab noch eine Bombe! Warte, hier ist eine Windmühle, oh, die muss weg! Da drüben. Oh. Das ist mein Ernst! Der Feind ist ein Brotstehl! Ja. Hat da wirklich jemand noch auf irgendwelche Flakstellung geworfen? Oh, Kontakt 12 Uhr, gleiche Höhe. Über der, an der Küste da, fliegt von links nach rechts. Diese Windmühle muss weg. Ach, oh, Bombe raus. Seht ihr den Kontaktjäger? Ich hab da eine Chance, einen Abschuss zu machen. Eine Minute, ja, ich sehe ihn auf der... Victor, ich sehe ihn, glaube ich. Ja, halb 12, zwei Kontakte übrigens, eine leicht höher als ihr. Oh. Jawohl, diese äußerst feindselige Windmühle wurde zerstört. Los, auf die Feindjäger, alle rauf. Alle zusammen auf die eine Hurricane. Halb 10. Ups, falsch. Jeder muss 5% bekommen. Das ist eigentlich ein bisschen Anwartungsfühle und alle anderen haben ja alle anderen Ziele zerstört und wir machen das letzte und naja. Die Karte gewonnen. Es ist eine 109 von uns, gell? Pidgey 4 in the house, Viper on comms. Ash von Flak 1 destroyed. Und yay! Horido! Der hat sich da hineingerammt. Könnte wohl gleich ausgehen, das Server, oder? Ja, ja. Eine Minute ist gerade gestanden. Vor 30 Sekunden. Dann kommt Pfeil rot. Ich sehe da eine 100. Naja, eine 2-Mod könnte eine Blenheim sein mit einer schwarzen 1 drauf. Oh, Piratenflug gemeldet. Achso, hier am Flugplatz, ja, war. Ist zu Ende jetzt da. Ja. Hat sich gerade aufgeplustert. Das war's. Ja, Horido, das war ein netter Einstieg an sich. Ja, ein toller Einstieg. Danke für den. Belass uns am besten dabei, ne? Aber ja, dafür ist die Karte jetzt immer ein neues. Haben wir keine Probleme mit Zeit oder was auch immer. Also, tu ihn, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Alles klar. Nein, tschüss. War doch nicht am schönsten. Es kann auch besser werden. Boah, du bist große Töne von dir, du.